Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Elex. Wo wir jetzt hier mal gucken, ob wir irgendwo einen Outlaw finden. Ich glaube eher nicht. Aber haben wir es ja nie. Lass mal gucken hier unten, ne? Vor allem gucke ich, ob ich hier noch nützliche Sachen finde. Schwefelbrocken. Teilschrott. Eventuell ist hier auch ein bisschen was Nützliches für uns, ne? Drohnenkontrolle. Ja, guck mal an. Dann ist ja ein Krach, Junge. Ah, der merkt eh nichts. Gold. Aber einen Outlaw sehe ich hier nicht. Da müsste ja eigentlich hier irgendwo sein nach der. Da sagt der Dauer, wo sie den Metallschrott hinschmeißen. Und das ist ja hier. Hm. Ist kein Outlaw. Müssen es da unten sein. Aber ich bin ja nicht irre, oder? Warte mal. Habe ich doch bestimmt als Quest. Hoch. Hier. Und was war das? So. Okay, da lang. Okay, da. Der sagte, aus der Ferne töten. Gut, 32 Pfeile haben wir. Die Frage ist, reicht das? Und wo genau ist der? Ist er doch dann hier irgendwo? Ja gut, der bewegt sich natürlich. Das wird schwierig. Hast du schon irgendwas gesehen? Der da? Das ist Big B. Au. Fuck. Oh, aus der Ferne töten. Na, voll easy. Danke. Wieder mal tot. Na, du kannst hier nichts machen, ohne zu sterben, ey. Aber wie hätte ich den auch sonst töten können? Hm. Also, der steht ja da, ne? Den soll ich ja töten. Ja, na, ist das. Na, warte! Gott. Frage ist. Ah! Gott, ist der gut. Ey! Der hat mich doch gar nicht getroffen! Was soll der Shit? Okay, keine Chance. Keine Chance gegen den. Erstmal eine Suppe einschmeißen. Da treffe ich den natürlich gar nicht. Hm.
Das bringt nichts. Das bringt nichts. Wo ist der? Jetzt habe ich einen Nahkampf versuchen. Alter! Den krieg ich doch nie so. Ja, so ist Geld. Schaff ich's denn da mal schnell? Steck die Alter. Das Vieh hat dem ja gar nichts gemacht. Willst du mich verarschen? Na klar. Ach komm, hör auf, ey. Das gibt's doch nicht. Okay, den kann ich vergessen. Au, danke, du Arsch. Nee, das können wir vergessen. Wir können hier nichts in dem Spiel. Nichts können wir. Es ist grauenvoll. Wir können einfach nichts machen. Außer sterben. Sterben können wir gut. Ja, das war's schon. Ich habe keine Lust mehr. Was soll ich denn noch machen? Ach, der interessiert sich doch eh nicht für die Sachen drin. Da liegt doch nicht viel. Ein Elixit. Ist da oben was? Vielleicht. Also aktuell haben wir ziemlich gar keine Quest so richtig, die wir erledigen können. Ohne zu sterben. Das ist natürlich schön. Schön scheiße. Ne? Ja, ja, die Quest von ihm können wir auch erstmal vergessen. Wir machen mal. Wir versuchen mal. Was ist denn jetzt hier? Versuchen wir es mal damit. Und dann packen wir mal unsere schönen Heiltränke. Noch mit rein. Achso, und. Ja, genau, du Idiot. So, da hatten wir ja in der Nähe. So halbwegs. Irgendwo war doch hier. Hä? So weit war das? Da kommen wir doch nie lebend bis dahin. Ich versuch's mal. Was soll schon passieren? Außer sterben. Die Quest soll einfach sein. Ist ja gut und schön, aber... auch eine einfache Quest. Kann schwer werden. Ist da was drin? Ratten. Wie ich das höre. Solange es nichts Schlimmeres ist. Flugblatt. Ratten können wir töten. Es gibt wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. Hier war kein Durchkommen mehr. Komplettes Verkehrschaos. Wir gehen um und nehmen doch den Weg über das Inland. Wenn das so weitergeht, werden wir nie heil ankommen. Streit noch der Kleriker am Arsch. Münzen. Oh, hier gibt es aber viele Ratten.
ein bisschen Knochenobst nehmen und so. Schöne Musik. Läuft. Ich bin nicht gut genug. Ja, wir wissen's. Tabu, Kellnerin, irgendwann lesen wir den ganzen Quatsch auch mal. Meine Angebetete, es tut mir unendlich leid, dich warten zu lassen. Heute Nacht, sie ist wunderschön. Alle, die jemals einen Mutanten gesehen und überlebt haben, so. Immerhin gibt es hier schon mal ein paar Sachen. So, ne? Auch dich nehmen wir mit. Dann gehen wir auch mal weiter der Quest nach. Haben wir hier schon? Hier ist bloß ein Klo. Da finden wir sicher nichts Tolles. Die Frage ist halt immer, wie wahrscheinlich ist es, dass wir lebend da ankommen, wo wir hinwollen? Überall Geräusche, sicherlich überall Wesen, die unseren Tod wollen, so wie das da. Das ist ja nicht zu fassen, ne? Halt nicht leicht, hier irgendwo hinzukommen, ohne dabei zu sterben. Ach je. Können ja auch nicht mal in Ruhe auf die Map gucken, ne? Ohne Gefahr zu laufen, angegriffen zu werden. Was bleibt ihr denn für Viecher? Ist das keine Ratte? Vielleicht mal lieber in Ruhe, man weiß ja nie. Man weiß, was das ist. So, Map. Und das ist noch ein ganz schönes Stück. Auch wenn die Quest noch so einfach sein soll. Wenn der Weg dorthin weit ist. Ist das auch nicht gut. Das hier war mal ein Militärgelände. Die Frage ist, finde ich da auch noch Waffen? Okay. Was? Ach, hör doch auf. Tretminen, wirklich? Spiel? Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Ich habe keine Lust mehr. Ja, schön. Tretminen. Was denn noch alles? Sind hier nicht schon genug Gefahren in dieser Welt? Müssen es ja auch noch Tretminen sein. Und vor allem weiß ich nicht, ob ich die irgendwie vorher kennen kann. Was war denn da? Da, Mine. Hey, du da. Hey. Mal ein Test. Ah, fuck. Fuck, fuck, fuck. Ja. Hat er überlebt oder was? Willst du mich verarschen? Du bist ein Aasfresser. Lass mich in Ruhe. Ich bin kein Aas. Hör auf, ey. Sag doch auf. Oh, diese Ausdauer. Nee, echt. Nicht mal so ein kleines Scheißvieh können wir besiegen. Alter, das ist in eine Scheißmine getreten und läuft einfach weiter. Weißt du? Und dann sollst du noch Spaß an dem Spiel haben. Ja, solange du nur irgendwie bei NPCs rumgurkst und mit denen quatscht, ist alles super toll.
Aber wir... Du bewegst dich mal raus aus der Welt. Da bist du sofort tot. Ah, oh, nee. Macht doch keinen Spaß, sowas. Ich weiß halt nicht weiter. Ich versuche jetzt noch einmal hinzukommen. Ich werde sowieso auf dem Weg dahin sterben. Wie immer. Und dann lasse ich die Quest erstmal sein. Und gucke mal, ob wir noch irgendwas anderes machen können. Ist ein wunderschönes Spiel. Echt. Wenn man nicht ständig sterben würde. Würde das richtig Spaß machen. Wir sterben ja alle 5 Meter. Ach komm. Du solltest schon Angst. Boah, die Ausdauer, ey. Das ist doch nicht zu fassen, ne? Fick dich, du verwickste Pestratte. Schon ist die Ausdauer weg. Ja. Alter, der hält doch gar nichts aus. Und die Ratte, ne? Die Superman. Ja. Nö, echt. Komm. Fick dich ins Kniespiel, das war's. Und das hat die Ratte überlebt, ne? Wir sind sofort tot, wenn wir so ein Ding treten, aber die Ratte überlebt das. Ey. Das ist doch nicht mehr zu fassen hier. Wie geistesgestört ist denn dieses Scheißspiel? Du überlebst doch gar nichts. Du bist tot, sobald du dich bewegst. Nee, echt. Macht keinen Spaß mehr. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Außer sterben. Sterben ist toll. Echt. Das ist eine super Sache in dem Spiel. Und besonders flüssig sieht die Aufnahme auch schon wieder nicht mehr aus. Ach komm, ey. Das kann nicht sein. Dieser Drecks-PC wird doch wohl mal so ein Kackspiel schaffen. Nein, Duras, du Pimmel. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Okay. Aber... Na, das bringt mir ja nichts, dass du bereit bist, aber nicht mitkommst. Pimmel, ey. Na, was soll ich noch machen? Ich kann nichts machen. Ich kann nur sterben in dieser Welt. Ihr merkt sicherlich, dass ich gerade sehr wenig Spaß habe an diesem Spiel. Sehr, sehr wenig. Und das finde ich sehr, sehr schade. Denn eigentlich ist es ein tolles Spiel. Wenn ich wüsste, was ich machen muss, wo ich anfangen soll. Denn irgendwie ist das ja alles Sachen, die ich noch nicht machen sollte, sonst würden wir nicht so leicht sterben. Ich habe auch keine Lust, mir irgendwo eine Komplettlösung anzusehen. Aber es wäre halt schön, wenn man ein bisschen Unterstützung vom Spiel bekommen würde. Aber das bekommt man ja nicht. Mal mit Fernkampf kann ich irgendwas anrichten gegen die Viecher. Verdammter Technikkram. Ach, halt deine dumme Schnauze, sonst reiße ich dir den Kopf ab. Wahrscheinlich tötest auch du mich, so wie alle. Alles tötet mich. Ja, Pflanze, tötet mich. Muss ich aufpassen. Mann, Mann, Mann. Was keiner sieht, ist kein Stehlen. ja, schön gebaut. Bisschen Trollkraut. Immer wieder Technikkram. Ach, halt dein Maul.
ja, was wir hier noch machen, sehen wir in der nächsten Folge von Elex. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.